And now we have a hotline from Leonie in Germany. Liebe Meisterin und liebes Supreme Master TV Team, ich möchte ein Erlebnis teilen, das meine beste Freundin und ich dieses Jahr im Thailand-Urlaub hatten. Wir besuchen die Chiang Dao-Höhle in Chiang Mai, Nordthailand. Ich hatte gehört, dass dort früher viele Mönche meditiert haben. Meine beste Freundin und ich fuhren im Juli 2022 dorthin und blieben 4 Nächte in dem Resort, das sich in der Stadt befindet. Am zweiten Tag fuhren wir zu dieser Höhle. In der Höhle, die wir besuchten, leben viele Fledermauspersonen. Es waren nicht viele Leute da, nur wir beide. Wir setzten uns hin, um 5 bis 10 Minuten zu meditieren und beteten zu Gott und all den heiligen Dingen, die es uns ermöglichten, diesen Ort zu besuchen. Wir sind Schülerinnen der höchsten Meisterin Ching Hai. Wir bitten um die Erlaubnis, hier für einen Moment zu meditieren, weil wir das Gefühl hatten, dass es hier ruhig sein würde. Als der Tagesausflug beendet war, fuhren wir zurück zum Resort, das aus kleinen Häusern besteht, die nicht weit voneinander entfernt gebaut sind und jeweils einen Balkon haben. Als wir wieder dort ankamen, war es etwa 19 Uhr und wir schalteten die Balkonbeleuchtung ein. Plötzlich war da ein großer Schwarm Fledermauspersonen und sie flogen nur auf unseren Balkon. Wir waren beide sehr überrascht und meine beste Freundin und ich schlossen eilig die Tür und sahen sie uns durch das Glasfenster an. Es waren unzählige Fledermauspersonen, die in einem Schwarm im Kreis flogen, als ob sie glücklich wären. Meine beste Freundin und ich waren einfach fassungslos, sie zu sehen und trauten uns nicht, die Tür zu öffnen, um auf den Balkon hinauszugehen. Wir beobachteten sie lange Zeit. Als viele von ihnen wegflogen, überlegte ich mir, ein Video zu machen. Als es immer weniger Fledermauspersonen wurden, traten wir auf den Balkon hinaus. Die Leute in der Anlage, die in unserer Nähe wohnten, riefen und fragten, was denn los sei. Warum fliegen so viele Fledermauspersonen nur auf euren Balkon? Ich erwiderte, ich weiß es auch nicht. Vielleicht wissen die Fledermauspersonen, dass wir keine Tierpersonen essen. Ich dachte bei mir, ich erinnere mich, dass die Meisterin einmal sagte, die Guanyin-Meditation sei eine sehr kraftvolle Methode und einige Tierpersonen kennen sie. Dies geschah wirklich. Am nächsten Tag fragte ich die Besitzerin des Resorts und erzählte ihr von den vielen Fledermauspersonen. Sie glaubte es zuerst nicht. Sie meinte nämlich, es gäbe dort nie Fledermauspersonen. Am dritten und vierten Tag passierte nichts. Überhaupt keine Fledermauspersonen. Wir lieben dich, Meisterin, und wir glauben, dass alles, was die Meisterin sagt, wahr ist. Wir sind dir sehr dankbar, Meisterin, dass wir deine Schülerinnen geworden sind. Wir werden unser Bestes tun und so viel wie möglich meditieren. Und wir danken dem Supreme Master TV Team. Möge Gott euch segnen. Ich hoffe, dass die Menschen mitfühlender zu den Tierpersonen sind und immer mehr von ihnen Veganer werden, um uns und unserem Planeten Frieden zu bringen. Mit der Liebe Gottes, Leonie aus Deutschland. Caring Leonie, what an amazing story. It's fascinating when our meditation yields completely unexpected results. The bad people were able to tune in to your vibration and find you. We think they came to the resort to say hello and thank you. And how wonderful it is that you were able to tell the other guests that this unusual event was related to your veganism. May you and Conscientious Germany continue to expand in awareness of God's grace. Supreme Master TV Team. P.S. Here is Master's kind response to you. Fun-loving Leonie, the bat people were so joyous and delighted that you came and did Kuan Yin meditation in their home. They let you know that they were thankful and felt honored that you visited them and brought the blessings of meditation to their cave. Truly, the animal people have pure and generous hearts. They can see and understand the world in ways that we cannot. May you and the giving people of Germany grow in both compassion and understanding of all of our beautiful co-inhabitants. No to vegan, only peace-loving people. Choose it. We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline